Guten Abend und herzlich willkommen zum AERE-Treffen im März 2012. Mein Name ist Klaus Gomik und der Gerald Meyer neben mir wird zusammen und Gerald wird den Abend moderieren wieder. Werde ich bis jetzt hinten gehört? Funktioniert, ja? Okay. Wir haben heute wieder eine interessante Abendinformationsschiene, Veranstaltung. Sehr interessante Informationen wieder. Und ich würde sagen, wir starten gleich, denn es ist schon nach sieben. Ein Applaus oder so. Zum Raum. Wir wollten eigentlich den anderen Raum haben, den größeren. Der war aber leider schon besetzt. Ab sofort ist er reserviert für uns, jeden Mittwoch. Es wäre nur die Bitte, hinten immer wieder mal das Fenster aufzumachen, dass wir vorne auch noch Sauerstoff haben. Ihr habt eure Jacken dabei. Danke. Also jeden Mittwoch, jeden ersten Mittwoch. Genau, jeden ersten Mittwoch im Monat. Hier um 19 Uhr. Dann zum Programm heute. Zuerst einmal einen kurzen Beitrag haben vom Klaus, der war ja letzten Oktober bei der Pechatschka Night in der Agrikultur. Da hat er einen kurzen Vortrag gehalten, eben über Disclosure. Pechatschka Night ist immer, man hat 20 PowerPoint-Folien, so je 20 Sekunden Zeit und kann so in einem sehr straffen, sympathischen, schnellen Format Informationen weitergeben. Wir haben dann auch noch die Hinweise, dass am 15.03., am 10.05. und am 11.10. die nächsten Pechatschka Nights sind, wo theoretisch jeder, der will, ein Thema verbreiten kann, die sind interessiert, über das er sprechen kann. Das wird ca. 10 Minuten dauern, das Video. Anschließend kommen wir zu unserem Hauptvortrag vom heutigen Abend. Es geht um Daman Hur, das spirituelle, aber nicht nur spirituelle, auch darüber hinausgehende Gemeinschaft in Italien. Da wird uns der Harald Pohl darüber berichten. Mit Diskussion ca. eine Stunde bis eine Stunde ein Viertel. Anschließend haben wir einen UFO-Bericht vom Roman, der hier ist. Mit einem kurzen Video, das wird ca. 30 Minuten dauern. Im Anschluss daran wird uns der Karl-Heinz eine Vorschau geben über etwas, das er die nächsten Treffen präsentieren wird. Was, das verrate ich noch nicht. Handys bitte auf lautlos oder ausschalten. Ausschalten wäre fast besser. Und im Anschluss an den Karl-Heinz haben wir nur diverse Einzelhinweise. Und das werden wir dann abschließen mit einem kurzen Video vom aktuellen Exo-Magazin, von Robert Fleischer eben, von Exopolitik Deutschland. Da werden wir einen kurzen Beitrag zeigen, circa 7 Minuten, über Knittelfeld, Österreich, UFO-Hotspot. Das passt sehr gut, weil wir momentan auch mit Herr und Frau Kalli Patrick eben in Kontakt sind und sie gerne auf den Vortrag nach Salzburg bringen würden. Eigentlich würde das erst später. Aber das kann ich schon mal ankündigen, wir haben an unseren nächsten Vortrag schon festgelegt mit Oliver Gerschitz über UFO-Abstürze am 10.04. Wenn ich es jetzt richtig sehe. 20.04. in Gasthof Breuwirt in Bergheim, in den Felden. Karten können heute auch schon hier erstanden werden oder sonst per Telefon oder eben einfach Überweisung. Abendkasse 15 Euro und Vorverkauf in der Messe 10 Euro Karten. Wir haben hier auch eben diese A4-Plakate, die kann sich jeder mitnehmen, kann man weitergeben, irgendwo aufhängen, wir sind sehr froh, wie viel Breitung es gibt. Essen. Gut, dann legen wir gleich los mit der Pechatschka Night. Die Pechatschka Night. Pechatschka Night, wem sagt das etwas? Mir nichts. Ja, ganz kurz. Becher Kucher, Pechatschka, ist eine japanische Entwicklung.
japanische. Nur kurz zu dem Pechajka Night, hat sich vor knapp 10 Jahren in Japan entwickelt, ist entwickelt worden von einem Architektenbüro. Die wollten nicht so elends lange Vorträge machen. Bitte? Okay. Und die haben dann aus Gaudi und so irgendwie so ein Format entwickelt, Vortragsformat, 20 Folien und je Folie 20 Sekunden. Das sind insgesamt 6 Minuten 40 Sekunden, hat jederzeit etwas, also damals war es so, dass Vorträge speziell zu Architektenthemen waren. Das war am Anfang und mittlerweile hat sich das verselbstständigt weltweit. Und unter anderem in Salzburg finden auch so 3-4 Mal im Jahr Pechajka Nights in der Hagelkultur in Nauntal statt, wo jeder mittlerweile verschiedene Themen, persönlich, beruflich, privat, was auch immer, rüberbringen kann. Und ich habe das vor 1,5 Jahren schon gemacht zum Kornkreis-Thema und vor einem halben Jahr zum UFO-Thema, Enthüllung, Disclosure-Thema. Und naja, es ist so wie ich habe es einfach probiert und wie halt ziemlich alle, die das machen, und da sind 8 bis 10 Vorträge an dem Abend, da spielt dann immer eine Band, Liveband, immer dieselbe Band, Hausband, die können sehr gut spielen und spielen dann zum Schluss von meinem Kurzvortrag auch ein passendes Lied dazu. Und da kann man sich anmelden, jetzt heuer sind 3 Termine schon fixiert. Da bin ich auch zu sehen. Das ist Are You Ready for Disclosure war der Vortrag und ich muss nur schauen, dass ich den Faden nicht verliere. Der Hinweis oder der Sinn auch deswegen, dass ich und wir das hier zeigen, ist nicht, weil ich so gut bin oder wir, sondern weil ich mir denke, was ich kann, können viele andere und alle. Das heißt, es sind heuer 3 Termine, 15. März, der im Mai und im Oktober, wo sowas stattfindet. Und da wäre es sicher toll, wenn irgendjemand oder mehrere aus der Runde zu irgendeinem Thema, Chemtrails oder was auch immer, was machen. Also es ist einfach zu tun. Und ich habe das Thema, und wir haben das Thema Enthüllung gewählt und versucht in 20 Sekunden pro Folie einfach das rüberzubringen. Und es wird sicher nicht alles jetzt zu lesen sein auf den Folien, aber es geht mir und uns nur darum, jetzt das zu zeigen, wie man die Themen auch unter die Menschen bringen kann. Okay, are you ready for disclosure? Bist du bereit für die Enthüllung? Dann. Ja. Entschuldigung, guten Abend. Aeri, are you ready for disclosure? Bist du bereit für die Enthüllung? Ist unser Thema? Ein paar Folien werden ohne Kommentar sein, mit einfach zum Lesen und Schauen wirken lassen. Are you ready for disclosure? Aeri, Austrian Extraterrestrial Research Initiative. Wir sind eine Gruppe, die sich mit der Tatsache der außerirdischen Präsenz auf der Erde befasst und ebenso mit der außerordentlichen Bedeutung auf uns Menschen und die Menschheit insgesamt. Ja, für manche ist das neu, für manche schon älter das Thema. Disclosure, Enthüllung, Enthüllungsbewegung zur außerirdischen Präsenz auf der Erde, Beginn der Bewegung 1993 von Dr. Stephen Greer, ein Mediziner, der hat vor 12 Jahren seinen Beruf als Mediziner aufgegeben, um seine ganze Zeit der Enthüllung zu widmen und der freien Energieerforschung. Am 9. Mai 2001 treten 21 Ex-Mitarbeiter vom CIA, Militärgeheimdienst, Air Force und Army vor die Weltpresse und offenbaren, dass sie während ihres Dienstes Kontakt mit UFOs und Außerirdischen hatten. Und seither werden regelmäßig Pressekonferenzen veranstaltet. Wir hören halt nichts in den Medien bei uns, aber das wird sich ändern. Ich bin bereit, die Wahrheit all der von mir erwähnten Vorfälle zu bezeugen, und zwar vor dem Kongress und unter Eid, sagt Major Robert Salas, speziell auch vor einem Jahr.
einer Pressekonferenz. Die hat geheißen UFOs und Atomwaffen, Pressekonferenz am 27. September 2010 im National Press Club in Washington DC. Robert Hastings, der Moderator, sagt: Ich und diese Männer hier glauben, dass dieser Planet vom Wesen aus einer anderen Welt besucht wird. Aus irgendeinem Grund interessieren sie sich für das nukleare Wettrüsten, welches am Ende des Zweiten Weltkrieges begann. Wer immer an Bord dieser Schiffe sitzt, glaube ich, will damit ein Signal an Washington, Moskau und an der ganzen Welt senden. Wir spielen mit dem Feuer und der Besitz und der Einsatz von Atomwaffen bedroht die gesamte Menschheit, die gesamte Umwelt unseres Planeten. Habt ihr von dieser Pressekonferenz gehört, gelesen? Wahrscheinlich nicht wirklich. Aber die hat es gegeben und es wird sie weiterhin geben. Die lasse ich jetzt wirken. Stanton Friedman, ein bekannter Atomphysiker und UFO-Forscher. Dieser nun fast 90-jährige Mann, Ex-Verteidigungsminister und Vizepremier von Kanada, der ist seit einigen Jahren, steht voll hinter der Enthüllungsbewegung und Exopolitikbewegung, und sehr komisch ist schon, dass wir das nicht in den Massenmedien erfahren. Das ist sehr komisch und deswegen gibt es Ehre und viele andere Bestrebungen. Edgar Mitchell, der lebt auch noch, es ist Zeit, das Wahrheitsembargo über die außerirdische Präsenz zu beenden. Wer weiß solche Aussagen, und das sind nur ganz kurze Statements, da gibt es viele einige Vorträge, Interviews mit denen. Sergeant Clifford Stone, einer der wenigen Dolmetscher für Außerirdische beim US-Militär, sagte 2006, der Kontakt mit Außerirdischen von Angesicht zu Angesicht wird momentan weltweit vorbereitet. Das ist einer von den Insidern, der lebt noch, zum Glück. Und dieser Mann sagt unter anderem, wir sind nicht allein und wir waren nie allein. Wir, das US-Militär, haben die Lektion gelernt, uns nicht mit diesen Wesen anzulegen. Und dieser Mann hat 1963/64 einen Einblick in eine NATO-Studie bekommen, und seither hat er sich intensiver mit dem Thema beschäftigt, ist mittlerweile auch 80 Jahre alt. Dieses Foto ist eines von vielen von Carlos Diaz aus Mexiko. Das ist einfach wunderbar. Ich kann nichts anderes sagen. Vielleicht geht es euch auch so. Aufruf aus dem Kosmos, Friede über alle Grenzen. Diese Sendung mache ich seit 2006, jeden vierten Samstag im Monat, eine Stunde, immer live und in der Radiofabrik natürlich. Das ist auch ein wunderbare Errungenschaft für Salzburg. Die 70. Jubiläumssendung am 24. September drehte sich um den ersten Kontakt mit freundlich wohlgesonnenen Zivilisationen. Wir haben eine hörspielartige Nachrichtensendung gebracht, die Gruppe AERI, und in Zukunft wird diese Sendung mehr von AERI gestaltet werden. Wer regiert die Welt? Gehören die Drahtzieher einer nichtirdischen Macht an? Da geht es um die negativen Kräfte vom Kosmos, vom Universum, die es natürlich auch gibt. Und Oliver Gerschitz weiß da sehr viel zu berichten darüber und wird am 19. Oktober um 19.30 Uhr im Mozartkino einen Vortrag dazu halten. Und Eintritt 15 Euro, Vorverkauf 13, ermäßigt für Schüler, Studenten und so weiter. Ermäßigt. Aber hier sind keine Studenten, Schüler, nein. Oder doch. Kornkreise, das Thema, mit dem war ich vor einem Jahr bei dieser Pechatschka Night vertreten. Update mit neuesten Erkenntnissen von Jay Golden und Günther Schermann, hier ein Kornkreis aus dem heurigen Jahr. Crop Circle. Dazu gibt es den Vortrag von diesen beiden, Jay Golden und Günther Schermann, am 10. November 19.30 Uhr im Mozartkino, auch in Salzburg. Und ja, die haben auch eine eigene Webseite natürlich, und da gibt es sehr viele Informationen zu diesem ganzen Thema, das uns auch noch vorenthalten wird in der Öffentlichkeit, bis jetzt wurde. Kartenreservierung, Vorverkauf, monatliche Treffen haben wir jetzt seit Juni im Hartlwirt, in Liefering,
zum Thema UFOs, außerirdische, freie Energie und ähnliche Themen, jeden ersten Mittwoch im Monat. Und Dankeschön. Für diejenigen, die nicht mitgeschrieben haben, wir haben eine Folder mit, wo die Termine draufstehen. Und vielleicht noch ein Nachwort. Es gibt, viele kennen den Spruch, wir sind diejenigen, vor denen uns unsere Eltern immer gewarnt haben. Aber seit ein paar Jahren kursiert ein neuer Spruch, der viel besser in die jetzige Zeit passt. Wir sind diejenigen, auf die wir gewartet haben. Danke. Das ist, es ist immer eine lustige Sache, Pechatschka Night, und immer irgendwie hat man die 20 Sekunden Grenze, das ist gar nicht so leicht. Und die Band, viel länger, was? Aber man kann 20 Folien in 20 Sekunden pro Folie. Und einfach der Hinweis, dass sowas auch möglich ist, einfach so Themen, Chemtrails, was auch immer, da reinzubringen und damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Und ja, ich gebe jetzt weiter an Gerhard. Wir kommen jetzt zum Hauptvortrag von Harald Wohl über Daran Ruhr. Was uns noch wichtig ist, immer wieder auch zu sagen, ist, dass wir eine Plattform sind, um auch zum Thema Außerirdischen und alles, was dazugehört, Meinungen unters Volk zu bringen, die auch in den Massenmedien zum Beispiel nicht gehört werden oder nicht verbreitet werden. Wir laden natürlich Vortragende zu uns ein, mit denen wir sympathisieren, Themen, die uns auch interessieren, was aber nicht heißt, dass wir in jedem Punkt, in jedem Beistrich eindeutig konform gehen oder die gleiche Meinung haben. Nur, das soll keine Distanzierung vom Harald sein, das ist nur allgemein für alle Vorträge in der Vergangenheit und in der Zukunft, was zu wissen ist, dass wir das unterstützen, aber nicht alles immer eindeutig AR ist. Habe ich das so richtig ausgedrückt oder ist das jetzt von dir drüber gekommen? Es wird richtig verstanden. Ist es verstanden worden oder gibt es noch Fragen? Okay, dann kommen wir mal zum Vortrag. Harald? Es wird richtig verstanden.